Ja, mein, es wird jetzt lustig. Bordeaux geht's jetzt gleich bergauf. Da bin ich auch ein paar Meter gefahren und bin kläglich gescheitert. Das ist natürlich gut. Vielleicht fahre ich ja, während ich quatsche, güter als sonst. Was ich natürlich nicht vorstellen kann, weil es eigentlich noch etwas mehr schlimmer wird. Aber hey, wenn wir so einen Trottler vor uns haben, dann wird es natürlich auch lustig. Mit Geschwindigkeit halten und so. Kollege, könntest du mal ein bisschen anziehen hier? Kollege, so nee. Oh Mann, oh. Fahr mal schneller hier, sonst komme ich den Berg nicht hoch. Mami, Mami, die fahren so langsam. Josh, ist das Schnee. Fahr auch langsam. Nein, aber sonst komme ich den Berg nicht hoch. Ja gut, die Frage ist, ob man den Berg eher hochkommt, wenn man schnell fährt, in Gefahr läuft, wogegen zu fahren. Oder indem man langsam fährt und in der Gefahr läuft, stehen zu bleiben. Das ist, ja, eine Entscheidung, die man innerhalb weniger Sekunden treffen muss, sonst ist die Gelegenheit vorbei. Boah, der Trottel aber echt hier. Gleich bleiben wir stehen. Kämme aus Innsbruck. Nein, nicht bremsen. Wir bleiben echt gleich stehen. Hihihi. 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 Fühlt sich gut an, muss ich sagen. So, lassen wir den Kollegen ein bisschen vorpreschen. Hier, okay, wir können eh nicht schnell. Ich stehe eh voll auf dem Gas. Also, ja, das wird lustig. Der Vorteil ist, wir haben kein ABS, was uns irgendwie reinmogelt in unser Fahrverhalten. Das heißt, wir können einfach so schlecht fahren wie immer. Ohne, dass da irgendein Sicherheitssystem was dagegen hat. So, das schaltet man vielleicht mal aus hier. Wer braucht Standheizung? Mein Motor wird jetzt eh warm sein. Und die Kühlwassertemperatur, ich meine, hier steht jetzt eh die ganze Zeit voll auf dem Gas. Da wird der Motor nicht das Problem haben, zu kalt zu sein, glaube ich mal. Das ist, halte ich für eine richtige Schlussfolgerung. So, dann wird es auch wieder lustig hier. Ja, wir rutschen. Eine Schlittenfahrt, die ist lustig. Eine Schlittenfahrt, die ist schön. Wenn sie nicht gerade auf der Straße mit einem... Wie viel Tonnen Bus ist? Ich habe keine Ahnung. Doppeldeckerbus einfach. Stoppeldockbus. Mit dem guten alten Stoppeldockbus aus Berlin. Und wir werden immer langsamer. Wir werden immer langsamer. Und irgendwann werden wir kläglichst stehen bleiben oder gegen so einen wunderschönen Leitpfosten über die Straße schwebt. Auch hier immer wieder innovativen Leichtbauasphalt, der gut für die Umwelt ist. So. Ich glaube, wir bleiben echt gleich stehen. Hilfe. Hilfe. Okay, das wird lustig. Ich, boah, ich schieb gerade echt Panik. Panik. Panik hier einfügen, so. Merke ich mir dann beim Schnitt und dann wird hier so ein panisches irgendwas eingefügt. Weiß zwar noch nicht genau was, aber irgendwas mit Panik wird hier eingefügt. Oder auch nicht, weil ich einfach zu faul zum Schneiden bin. Das wird wahrscheinlich eh der Fall sein. Ja, okay. Aber es läuft doch ganz gut hier. Bleifuß, du hilfst mir immer wieder weiter. Das finde ich gut. Ne, vorher bin ich hier mal ganz kurz stehen geblieben und das geht echt gnadenlos schief. Deswegen, reden wir kräftig auf Gas drauf bleiben und dann läuft das hier. So. Okay, wir sind jetzt hier im höchsten Gang. Das läuft aber immer noch ganz gut. So, jetzt hier vielleicht nicht mehr unbedingt. So, immer das gesunde Mittelmaß fit. Und hier schweben wir auch wieder. Toll, dass unser Asphalt trotzdem aushält. Nein, wir rutschen nach außen. Und haben uns wieder gefangen. Ach ja, was wäre das Leben mit Sicherheitssystem? Das wäre voll langweilig, ey. Wer braucht Sicherheitssysteme? Das kriegt man auch so mit ein bisschen Driften durch die Gegend. Das ist auch gut für die Fahrgäste. Die tun sich hier schon mal einfühlen auf das, was da oben auf sie wartet, am Skihang. Ich meine, dann rutschen sie auch nur auf ihren Brettern rum. Und ob sie da oben auf ihren Brettern rumrutschen oder hier ein bisschen eine Runde im Bus, das ist, den Unterschied spürt man einfach nicht. Deswegen stimmen sie einfach schon mal drauf ein. Und das hier ist einfach die Premium-Funktion dieses Skibusses, der die Fahrgäste einfach schon mal moralisch darauf vorbereitet, was sie da oben erwartet. Und durchwiegen sehe ich da gar keine Verwerflichkeit drin. So, machen wir hin da vorne. Boah, ich habe echt Angst, stehen zu bleiben. Wenn man Schneeketten hätte, man würde wunderschön gemütlich hier durch die Gegend brausen, aber mit ohne Schneeketten ist das natürlich nicht so toll. Josh, das heißt nur ohne Schneeketten, mit ohne ist voll grammatikalisch falsch. Aber wenn man das aus dem mathematischen Aspekt raussieht, Minus und Plus macht Minus. Das heißt, Plus heißt ja quasi mit. Also mit ist ja quasi ein Besitzdingens da. Das ist quasi Plus, also Guthaben. Und ohne ist quasi Minus.
Und Plus und Minus ergibt immer Minus, also mit ohne heißt quasi ohne. So. Deswegen macht das sowohl grammatikalisch als auch mathematisch Sinn, was ich hier von mir gebe. Auch wenn ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Aber hey. Aber wir schaffen es echt gut im Berg hoch. Besser als vorher in einer. Es war keine Testaufnahme, es war nur eine zweiminütige Testfahrt. So, Achtung, Schneeglätte. Ach so, sehe ich nicht ein. Was heißt das? Langsamfahren? Ich glaube, das ist Langsamfahren, das Schild. Oh, nee, Kollege. Das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut. Jo, Hilfe. Kollege! Leg mal zu, bisschen nach vorne. Und wir ziehen eine Autokolonne hinter uns her. Das liegt nicht daran, dass wir als Bus langsam fahren, sondern dass einfach der Golf vor uns unglaublich langsam fährt. Naja, okay. Der hat wahrscheinlich keine Ahnung. Der will einfach gemütlich fahren. Ich mache mal hier ein bisschen Blendschutz runter. Dankeschön. Wir können sogar Kickdown geben. Gefahrlos. Und der Bus wird dreckig. Das heißt, irgendjemand, der Kollege, der in den Bus nach uns fährt, der darf dann hier die ganzen Weihnachtsdekorationsteile schrubben. Er wird sich auch freuen. So, hier haben wir ein paar Häuser schon. Oh, das sieht, glaube ich, hier nach Skigebiet aus. Sind wir oben? Ich glaube, wir sind oben. Die Frage ist, ob es hoch oder runterwärts einfacher geht. Das weiß ich noch nicht genau. Das müssen wir noch tiefer gründen jetzt. Das ist wird lustig. So. 19,9 Grad. Das heißt, wir können, wenn wir oben sind, die Heizung ein bisschen runterstellen. Oh. Boah, sind wir gerade gerutscht. Hilfe. Jo, aber die Seilbahn sieht schön aus, muss ich sagen. Also, mir gefällt generell. Ist zwar nicht wirklich realistisch, aber mir gefällt eben so dieser Comic-Art-Stil von den ganzen Gebäuden. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Finde ich ganz schnieke gemacht. So, Skigebiet. So, einmal macht auf die Türen macht weit. Jo, einmal hier hinstehen, einmal zack und einmal auf hier. So, wird eh wieder kalt, weil wir Türen offen haben und deswegen macht eh keinen Unterschied. Lass mal einfach die Heizung gerade mal so, wie sie ist. Bleibt alles so, wie es ist. Kurzstrecke, immer Kurzstrecke. So, bitteschön. Immer normal für die Dame. Bitteschön. So, kommen Sie alle rein in die warme Stube. Hab zwar schon alle geschwitzt, weil ihr eben Ski gefahren seid, aber hey, so einmal 270. 30 mal 2. Ja, nur hier original Berliner Fahrkarten am Start. Das findet ihr sonst nirgendwo. Bitteschön. Wer hat doch nicht, wer will nochmal Geld für die Reparatur dieses Busses vorschießen. Hallo. Immer Fahrschein. Jo, 2212. Bitteschön. Alle drin. Was sagt die Heizung? Was spricht sie zu uns? 16,7 Grad. Können wir trotzdem runterstellen. Wahrscheinlich auf 4 beheizte Außenluft. Und vielleicht muss auf mittelmäßig stellen. Ich glaube, so dürfte das ungefähr reichen. Wenn nicht, dann frieren sie hinten halt. Das ist mir aber, glaube ich, gerade relativ egal. So. Skigebiet, 10.27 Uhr, Skigebiet, 10.30 Uhr, boah, mit dem Schnee, ja, ich bin stolz auf mir. Und wir dürften danach theoretisch eh gleich wieder losfahren, also irgendwie haben wir ja keine Pausenzeiten, das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich diese Tatsache als etwas suboptimal bezeichnen sollte oder nicht, auf jeden Fall stellt sich mir diese Tatsache als solches dar, so. Ich stelle vielleicht nochmal ein bisschen Temperatur runter, weil wir merken, dass die Temperatur da relativ schnell hoch geht. So. Wir haben auch hier noch unsere Heizlüfter da. Die machen auch noch ihren Dienst. Oh, einmal wenden. Die Frage ist, warum wenden wir hier? Rechts rum und dann oder geradeaus? Ich glaube, rechts rum und dann geradeaus. Ist, glaube ich, gescheiter. So, dann müssen wir weniger abbiegen. Und brauchen kein Stoppschild. Müssen sich am Stoppschild halten. So. Hörst du? Ja, die fahren alle geradeaus. War bestimmt, nee, teilweise fahren sie auch hier rum. Toll, dass eine Wendeplatte in beide Richtungen befahrbar ist. Das ist einfach toll. Das ist Premium. Das ist einfach eine tolle Funktion, die auch ganz klar zum besseren Verkehrsfluss beiträgt. Oder auch, boah, das war aber knapp. Hilfe, zur Hilfe. Holla, da ist sehr viel los. Aber warte mal. Ich muss mir mal ganz kurz leuchten wir überhaupt? Leuchten diese, hatte mal geleuchtet hier, oder? Ach so. Muss ich hier sofort bewegen, weil das mit dem Terrain ein bisschen, ja. Seht ihr, das Terrain ist nämlich hier unten. Da ist das Terrain und hier ist unser anderes Terrain. So, da ist unser Bus. Ja, das leuchtet. Okay, das ist gut. So, was haben wir hier?
Hier ist die Seilbahn. Sieht aber auch schön aus, muss ich sagen. Da stehen schon die nächsten Fahrgäste. Und nein, die nehmen wir jetzt nicht mit. Die können auf den nächsten Bus warten. Ist mir jetzt egal, aber sowas von. Brauchen die eigentlich im Fahrgastraum Licht? Brauchen die da Licht? Komm, ich mal einfach mal an. 8 und 9. Habt da ein bisschen Licht. So, könnt ihr ein bisschen was lesen, falls es euch eh nicht schlecht wird. Das wird euch wahrscheinlich trotzdem. So. Bergrunde wird auch lustig. Der Vorteil ist, da können wir trotzdem langsam fahren und laufen nicht in der Gefahr, stehen zu bleiben. Und nicht wieder vorzukommen. Okay, in der Gefahr, stehen zu bleiben, laufen wir sowieso. Aber halt nicht mehr vorwärts zu kommen. Das ist, glaube ich, relativ vorteilhaft. So. Einfach langsam, weil wegen Bremsmanöver und so. Hui, und wieder weiter geht die lustige, wilde Fahrt einsteigen. Mit dabei sein hier in der neuen Fahrt auf dem Karussell. Hier im Omsi Let's Play einsteigen dabei sein. Warte, und ich will nochmal eine Fahrkarte heute nur für 2,70. Im Angebot heute die Kurzstrecke für nur 2,70 D. Als Tagesgericht auf der Karte steht die Tageskarte natürlich jeden Tag zu empfehlen. Das Tagesgericht für heute nur 9 D-Mark. Das ist jeden Tag was ganz Neues, Innovatives und vor allem auch immer wieder abwechslungsreich. Für alle, die nicht genau wissen, was sie haben wollen, überlassen einfach uns die Wahl, was sie bekommen mit unserer Tageskarte. Jeden Tag frisch und neu für sie zubereitet. Genau. Um ein bisschen Werbung gemacht zu haben. Aber es läuft doch ganz gut. Auch wenn es fährt, aber es läuft ganz gut. So. Aber was ist hier trotzdem im Autoverkehr los? Ich weiß ja nicht, ob ich hier auch lieber Auto fahren würde oder mich lieber in die Hände eines solch inkompetenten Busfahrers wie mich begeben würde. Okay, da würde ich trotzdem selber fahren, aber ich glaube, ich würde doch lieber den Bus nehmen, weil theoretisch fahren die Busfahrer hier häufiger hoch als ich mit meinem Auto. Und dann, ich glaube, wenn ich so im Skigebiet wäre, wo so eine Straße ist, wo ich wirklich nicht weiß, wie die läuft, ich glaube, da würde ich doch eher auf den Bus zurückgreifen. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Da kommt er vielleicht 20 Minuten später, aber er kommt. Ob ich mit dem Auto dann ankommen will, ist natürlich die andere Frage. Deswegen, vor allem hätte ich gar keine Schneeketten dabei. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass er im Busverkehr verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Oh, 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 oh. Ja, okay, gut. Fahren wir ein bisschen langsamer da vorne. Das ist eine Kurve. Jugend, langsam und gemütlich. Schön finde ich auch, dass sich bei Winter hier diese Schneeräumpfosten an der Seite auftürmen. Auch wenn die Straße noch nicht geräumt ist, das ist eine Unverschämtheit hier. Das mit dem Schneeräumdienst, das geht ja mal gar nicht. Naja, was willst du machen? So, läuft alles ganz gut. Bisschen schneller könnten wir. Waren die letzten Worte eines Busfahrers. Ja, ist wirklich so. Oder, ja, auf der Leitung ist ganz bestimmt kein Strom drauf. Waren die letzten Worte eines Elektrikers. So. Bäh. Ja, ganz gemütlich hier. So, wir ziehen wieder eine Autokarawane hinter uns her. Fraget mich nicht nach dem Warum, sondern fraget mich nur nach dem, kommen wir heil unten an. Ja, aber ihr müsst schon sehen, dass ich hier in diesem Let's Play einfach priorisiere, dass wir sicher unten ankommen, dass es mir nicht wichtig ist, ob wir den Fahrplan akkurat einhalten oder sowas, sondern dass wir einfach die ganzen Fahrgäste sicher ans Ziel befördern. Ja, genau. Hashtag Heuchelei und so. Glaubt ihr nicht? Ist aber so, liebe Kinder. So. Aber ist echt lustig hier runter. So, da rechts ist ein tiefer Abhang, der sich dem Niveau hier angleicht. Aber wir bleiben ja hier ganz oben. Das ist hoffentlich mal die bessere Wahl. So. Eigentlich würde ich jetzt gerne ein Stück trinken, aber wenn ich zum Glas greife, schlenkern wir wahrscheinlich außen raus. Wobei, ich glaube, dass das passt. Oha, ich konnte was trinken während der Fahrt. Ist das nicht toll? Ist das nicht innovativ? Das alles und noch viel mehr nur genau in diesem Let's Play Omsi 2 auf meinem Kanal. Genau. Jo, das schon ähnlich wird das sein. So 18,3 Grad ist, glaube ich, optimal. Die Fahrgäste fühlen sich wohl bei 18 Grad im Bus. Genau, im Bus. Man schraubt, also es gibt manche Schrauben, die sich auch nur lösen lassen, wenn man im Bus ist. Deswegen ist es dann ein Imbusschlüssel. Der funktioniert nur im Bus. Ja, Stände wird es dann auch schon mal besser. Okay, doch kann ich nachvollziehen. Also diese Kritik ist berechtigt. Das heißt, wenn jetzt hier so ein Rücksendeformular für diesen Witzeintrag, der von 30 Tagen habt ihr ja,
habt ihr Gelegenheit, den Witz wieder zurückzugeben. Allerdings nicht ab Aufnahmedatum, sondern so gnädig wie ich bin, ab Veröffentlichungsdatum des Videos. Und da habt ihr einfach 30 Tage Zeit, da einfach mal Einspruch zu erheben gegen diesen Witz und das, die Rückgabe anzufordern. Ihr könnt ein paar Gründe ankreuzen, warum das so ist. Und in die Liste, da steht auch, deine Witze waren schon mal besser, Josh. Einfach die Qualität wird mit der Zeit minderwertig. Und das könnte, glaube ich, 10 Mal hintereinander sagen, macht das Let's Play hochwertiger. Können wir eigentlich so einfach so anführen, das ist, glaube ich, ganz gut. Jo. Glaube ich. So. Hört sich immer besser, wenn man das mehrmals sagt. Glaube ich. Hihi. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es abgefrühstückt. Bäh.